zwei, eins. Sie hat eine lange Tradition. Bis zu 1500 Sanges- und tanzfreudige Seniorinnen und Senioren besuchten die alljährlich stattfindende Musikantenscheune. Die Geschäftsführerin der Volkssolidarität, Kerstin Winter, führte durch die Veranstaltung. Neben 3000 Stück selbstgemachtem Kuchen gab es rhythmischen Tanz im Rahmenprogramm. Bereits seit mehreren Jahren organisiert die Volkssolidarität Greifswald-Ostvorpommern e.V. diese Veranstaltung. Ihr Ziel, der Solidarität als Grundgedanke des Vereins gerecht zu werden. Unsere Philosophie ist ja Lebensfreude und Fürsorge. Und dafür stehe ich auch mit meinem Namen. So, also nicht bloß Herr Hipp, kann dazu sagen, sondern ich sage das in diesem Fall auch wirklich, weil es so ist. Also diese Philosophie ist auch meine eigene Philosophie. Und das trage ich dann auch so mit in unsere Runden, in unsere Veranstaltung hinein. Fast alle der 440 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren an der Organisation beteiligt. Bei so einem Arbeitspensum war der ein oder andere Schritt etwas wackelig. Laut Kerstin Winter schafft dieses Hausgemachte erst die familiäre Atmosphäre in der Musikantenscheune. Eine der Traditionen, das Geschirr wird von zu Hause mitgebracht. Und als ich dann gesagt habe, dass wir fürs AEZ nachher in Greifswald auch gerne Sammeltassen haben möchten, da habe ich dann aufgerufen, bis heute habe ich 560 Sammeltassen zusammenbekommen. Das heißt, wir werden nachher im AEZ in Greifswald den Kaffee ausschenken und Kuchen servieren mit diesen schönen alten Sammeltassen und den bauchigen Kannen auf dem Tisch. Und wie gesagt, seit dieser Zeit, seit einigen Jahren, kommen deshalb unsere Senioren mit dem Kaffeegeschirr her. Wir haben auch immer Kaffeegeschirr da, falls jemand von den Gästen dabei ist, der das nicht weiß. Wir haben immer genug Geschirr da, aber die Eltern wollen es so. Das Motto des Abends, gemeinsam Spaß haben. Gesagt, getan. Neben den Tanzvorführungen war das Highlight des Abends das Nabtal-Duo. Trotz des Oktoberfestes ließen es sich die bayerischen Jungs nicht nehmen, den nordischen Gästen in der Stadthalle ordentlich einzuheizen. Weil es hier gemütlicher ist, weil es hier nett ist, weil hier nette Menschen sind. Und die Stimmung war mindestens genauso gut wie am Oktoberfest. Und wenn ich so runterschaue, hier gibt es so viele hübsche Mädels in Dirndln und in Trachten, da braucht man nicht aufs Oktoberfest. Die habe ich von meinem Schlagzeug aus nicht gesehen. Wo sind die? Doch, doch. Schon? Nein. Es war ja, hier ist es ja so, im Oktoberfest ist es nicht so, so intim wie hier. Sag ich mal, im Oktoberfest ist alles größer, ein bisschen unpersönlicher. Teurer. Aber hier ist es halt einfach so, dass man sagt, es ist eigentlich ein wunderschönes Herbstfest, aber es ist halt auch Oktoberfest. Und wir haben halt versucht, auch die Stimmung ein bisschen beizutragen, eigentlich mit der Musik, damit ein bisschen bayerische Musik auch reinkommt. Als Dankeschön für ihr Kommen gab es dann gleich noch ein Geschenk nach Pommernart. Die habe ich die ganze Zeit schon stehen sehen und ich habe mir gedacht, wie mache ich jetzt das, dass ich da einen kriege? Ja, aber es war wunderschön. Also der wird lang halten, so eine Woche. Mittlerweile werden über 4700 Mitglieder in der Volkssolidarität betreut. Das soziale Engagement des Verbandes soll in Zukunft noch weiter vorangebracht werden. Und wir werden dann ein ganz besonderes Projekt im März diesen Jahres fertigstellen, des nächsten Jahres fertigstellen, und zwar das AIZ, das Aktivierungs- und Integrationszentrum für ältere Menschen in und um Greifswald. Das ist ein ganz besonderes Projekt, was neben dem Bottenhus errichtet wird. Da ist jetzt gerade schon eine Großbaustelle. Und das ist ein Projekt, damit haben wir einen Bundespreis gewonnen. Im Rahmen des demografischen Wandels wurden dort Projekte eingefordert und wir sind Bundespreisträger geworden. Es geht darum, dass wir also zeigen wollen als Verein, wie kann man eigentlich gesundes Altern langfristig, nachhaltig organisieren, älteren Menschen dabei unterstützen. Und das ist also auch eine Sache, die uns als Verein sehr am Herzen liegt, den älteren Menschen dabei zu helfen, gesund alt zu werden und in der Region leben bleiben zu können, auch wenn Mobilitätshilfen und vieles andere mehr gebraucht werden. Das wollen wir über dieses Projekt leisten. Das Herzblut, mit dem Kerstin Winter und ihre Mitarbeiter den Abend gestalteten, ließ auch die Gäste nicht ungerührt. Und eines ist zumindest sicher, auch im nächsten Jahr heißt es wieder, mit Mang as bloß dobi.